Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nun hat die afrikanische Schweinepest Deutschland erreicht. Dass dieses schädigende Ereignis erst in der vorigen Woche eintrat, ist sicherlich auch den intensiven Präventionsmaßnahmen des Klöckner-Ministeriums zu verdanken. Denn die Seuche grassierte seit Langem östlich von Oder-Neiße. Es war eine Frage der Zeit. Doch nun ist der Ernstfall da. Wir alle, die Politik, die Verwaltung, die Schweinehalter, mussten damit rechnen. Wie wird das weitergehen? Sind wir für den Ernstfall gut vorbereitet? Eher nein. Zunächst greifen die allgemeinen Verordnungen zum Schutze der Verbreitung von Seuchen. In der speziellen Ausformung der amtlichen Verfügungen für die Eindämmung der ASP-Seuche werden Landwirte und Schweinehalter, die Jachtausübungsberechtigten und auch viele Menschen im Sperrgebiet zusätzlich belastet. Diese zusätzlichen Belastungen müssen die Betroffenen tragen, weil sie ja auch schon, wie alle anderen auch, die Corona-Belastungen ertragen müssen. Frau Ministerin Klöckner, für diese Menschen haben Sie nun eine besondere Obhutspflicht. Sie haben es ja angekündigt. Die Verfügungen zur Eindämmung der ASP sind sinnvoll und finden unsere Zustimmung. Sie sind hart. Ich kann sie aus Zeitgründen nicht einzeln aufführen. Nur so viel. Ernteverbot im gesamten Sperrgebiet. Wird die Bundesregierung im Einvernehmen mit den Ländern die Ernteausfälle ersetzen, wenn die Ernte wegen Zeitablauf nicht eingebracht werden kann? Das Verbringen von Hausschweinen aus dem Sperrgebiet in andere Betriebe ist untersagt. Was soll mit den Schweinen geschehen, die schlachtreif sind? Was soll mit den Ferken aus dem Sperrgebiet geschehen, die an Mastbetriebe weitergegeben werden können? Wir fragen, wird die Bundesregierung nunmehr sehr zeitnah dafür sorgen, dass ein fester, durchgehender Zaun entlang der Grenze zu Polen installiert wird? Wir fragen, warum ist das Regionalisierungsprinzip mit den Exportländern für deutsches Schweinefleisch nicht umfassend geregelt? Export von Schweinefleisch aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen muss möglich sein, auch wenn in Brandenburg die Seuche bei Wildschweinen angekommen ist. Wir fragen, warum wurde nicht prophylaktisch die Möglichkeit geschaffen, durch private Lagerhaltung den Markt zu entlasten und den Schweinepreis zu stützen? Unter bestimmten Marktkonstellationen ist die EU-Kommission ermächtigt, zur Entlastung des Schweinefleischmarktes entsprechende Maßnahmen zu beschließen. Aktuell findet keine derartige Maßnahme statt. Die Hausschweinbestände sind glücklicherweise bisher nicht betroffen. Wir unterstützen alle Bemühungen, dass dies auch so bleibt. Gleichwohl appellieren wir an Bundes- und Landesregierung, die getroffenen Maßnahmen immer wieder auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Deutschland exportiert weltweit 2,4 Millionen Tonnen Schweinefleisch. Das entspricht einem Jahresumsatz von ca. 4,5 Milliarden Euro. 50% des in Deutschland erzeugten Schweinefleisches gehen in den Export. Der Preis für das Schweinefleisch pro Kilogramm Schlachtgewicht lag im Januar noch eben bei über 2 Euro. Durch Corona und ASP fiel der Preis auf heute 1,27 Euro. Der Ferkelpreis pro Stück 27 Euro. Das ist für Schweinehalter eine ganz trostlose Situation. Es bedarf keiner prophetischen Begabung, wenn die Bundesregierung nicht möglichst bald Unterstützungsmaßnahmen für die Schweinehalter auf den Weg bringt, geht weitere Wertschöpfung in Deutschland verloren. Originalton Frau Klöckner heute Morgen: Man lebt von den Erträgen, nicht von der Substanz. Wie wahr? Natürlich ist bei einem derartigen Preisverfall die Politik gefordert. Der Bundesregierung stehen in jedem Jahr 60 Millionen Euro für die GAP als Krisenreserve zur Verfügung. Jetzt wäre dieses Geld für die Schweinehalter in Deutschland gut investiert, um den Markt zu stützen und den Produktionszweig zu erhalten. Unsere diesbezügliche Frage in der gestrigen Ausschusssitzung beantwortete Staatssekretär Fuchtel ausweichend. Man prüfe. Meine Damen und Herren, unsere Regierung hat in jüngster Vergangenheit Milliarden Euro für die Bekämpfung der Corona-Historie europaweit hergegeben.
Jetzt gilt es zu beweisen, dass die amtierende Bundesregierung in erster Linie dem Wohl der eigenen Landsleute und den hier betroffenen Landwirten verpflichtet ist. Frau Klöckner, wir haben gerne gehört, wir lassen die Leute nicht allein. Wir werden das verfolgen. Danke. Für den Bundesrat erteile ich nun das Wort Herrn Landesminister Dr. Till Packhaus.